wir haben uns ein halbes Jahr lang von der Gesamtmusikindustrie angehört, dass das nichts wird. Okay, so. Wow. Ihr sprecht kein Spanisch, ihr seid Deutsche, ihr seid white as fuck, ihr habt ja keine Kontakte dahin und so, und warum sollten die das tun? Das hören wir uns die ganze Zeit an, wollen aber diese Musik machen. Und irgendwann ist der Punkt, da kommt Corona. Wir haben keinen Job, also musst du was tun, aufgeben ist keine Option, wir müssen was Neues machen. Was wollen wir tun, überlegen wir uns? Reggaeton. So eine Writing-Session, wie läuft das denn bei euch eigentlich so ab? Also die eine Art von Session ist, der Künstler kommt und sagt, hey, ich möchte einen Song machen, schau mal in die Richtung, dann zeigt er uns eine Referenz. Ja, es gibt die Sache, dass der Künstler sagt, lass mal Beats hören, dann wird darauf was gemacht. Von Treffen bis fertigen Song ist so 9 Stunden, 8, 9 Stunden. Ja, es gibt auch immer wieder Momente, da muss man Vibes finden. Darum geht es eigentlich letztendlich immer. Entsteht auch durch dieses gemeinsame sich gegenseitig feiern oder pushen, entstehen dann neue Ideen. Das ist so ein ganz wichtiges Ding. Zusätzlich haben wir uns so ein bisschen zum eigenen Ziel gemacht, dass wir, wenn die Zeit da ist, in der Session schon direkt so eine kleine Vocal Production machen, sodass der Artist dann auch mit einem Song nach Hause geht, der wirklich schon mehr als eine Demo ist, weil wir wissen ja, was danach mit den Songs passiert. Da geht es darum, wie, wann, wo wird es released, dann wird es gezeigt, anderen Künstlern, ins Management gezeigt, es wird Labels vorgespielt. Und da ist natürlich wichtig, dass es so gut wie möglich klingt. Ja, Bro, ich würde sagen, es gibt einen viel einfacheren Moment, wo so ein Song scheitern kann. Und zwar, du machst eine Demo, der Künstler schickt es irgendwie seinem Kumpel. Kumpel hört es auf seinem Handy an. Wenn das scheiße klingt vom Mix her so, und du die Vocals nicht hörst und der Beat klingt kacke und so, sagt der Typ zu ihm, der Freund sagt, nee, Bro, fühle ich nicht. Der achtet aber nicht darauf, ob die Toplines gut sind und die Elemente im Beat irgendwo. Der hört das Gesamtpaket, bekommt ein Gefühl und sagt halt, nee. Und wenn der Song halt nicht gut klingt, dann ist der Song auch weniger am Rennen. Die Entwicklung, dass man eigentlich an einem Tag schon eine Demo haben sollte, was so eigentlich nach der fertigen Produktion fast klingt, das ist schon krass. Das ist einfach irgendwie, das ist der Standard geworden. Und speziell jetzt bei der Musik, die ihr hauptsächlich produziert, die ja einfach sehr beatbasiert ist. Ich habe mir eine Playlist gemacht mit verschiedenen Sachen von euch. Spanischen Sachen habe ich ehrlich gesagt auch am meisten gefeiert. Also richtig, richtig, richtig nice. Geiler Vibe. Und wenn du dir das dann anhörst als Songwriter, als Komponist, dann merkst du, boah, das ist so hauptsächlich Beat-Power und das ist der Vibe, der gesamte Vibe, der da funktioniert. Und das ist natürlich schon wichtig, dass man das Ding halt eben auch als gut klingende ausgeglichenen Mix auch hat, weil das ist nicht diese Art von Songs, die du mit einer Wandergitarre vorspielst meistens. Natürlich, und der Anspruch ist es ja auch, du musst dir auch vorstellen, wenn du mit großen Künstlern arbeiten willst, die sind mit richtig krassen Produzenten. Ja. So. Und die Sachen klingen halt einfach fett. Da musst du halt mithalten können. Das ist natürlich auch was anderes bei unserer Musik, als jetzt zum Beispiel bei Deutschpop oder so, wo du 100.000 Gitarren hast, eine Riesenproduktion. Das kann man natürlich nicht in der Session alles machen. Kommen wir mal zu eurer Reise nach Lateinamerika. Das ist echt krass. Also als ich das dann so am Rande mitbekommen habe, dachte ich so, wow. Also ich habe das ja immer verfolgt, weil ich euch ja zufälligerweise da 2014 kennengelernt hatte und fand das krass, wie das für euch einfach schrittweise einfach stetig nach oben ging. Und dann plötzlich von jetzt auf nachher bekommt man mit, okay, hier Lateinamerika, und Yandel und Balvin und du denkst einfach so auf einmal, how? Du denkst so, okay, alles klar. Woher kommt das? Oder wie kommt das? Also Fakt ist, irgendwas hat euch da angezogen. Einfach die Musik, die Kultur. Die meistgestellte Frage, die wir in dem letzten Jahr bekommen haben. Ja. Wie? Wenn man zurückdenkt, wir haben als Produzenten angefangen. Simon hat mit Hip-Hop angefangen. Ich hatte mit EDM angefangen. Aber internationaler Hip-Hop. Und EDM war ja auch eine Musik, die halt international gehört wurde. Also jeder hat davon geträumt, DJ zu sein und auf der Welt zu touren. Aber mit Deutschland hatten wir jetzt nie so besonders viel am Hut eigentlich. Das war alles cool und wir hatten dieses Nummer 1 Album, aber es hat sich nicht richtig angefühlt für uns, weil wir ja immer internationale Musik machen wollten. Dann hat Simon schon in der Zeit die ganze Zeit Reggaeton gehört. Privat. Das hab ich sowieso schon die ganze Zeit gefeiert. Das damals die ganzen Alben von T-Pain und Aiken und auch schon immer so Daddy Yankee, Don Omar und so weiter, diese ganzen Classics. Für mich war das halt, das war der andere Floor. Weißt du, was ich meine? Ja. Das war der andere Floor. Das war nicht mein Bereich so. Also Simon hat das schon immer gehört und ich hab's überhaupt nicht gefeiert. Also es war einfach nicht meine Musik. Ich hatte keinen Zugang dazu. Simon immer und immer wieder mir eine Reggaeton-Produktion gezeigt und meinte, boah, das ist so fett hier, boah, das ist so fett da, das ist so fett da. Dass ich irgendwann mal, ich weiß leider den Moment nicht mehr so genau, dass ich irgendwann gesagt habe, okay, ich lasse mich mal drauf an, ich höre mir das mal an, was die da eigentlich machen.
Da war aber auch das Ding, dass wenn du halt Reggaeton eingibst bei Spotify, dann kommt halt alles. Es gibt ja 100 verschiedene Arten. Es gibt halt Luis Fonsi, was halt so diese klassische so Despacito-Musik ist. Mhm. Aber dann gibt es halt auch einen Daleks oder so, der halt so komplett coolen Reggaeton, dieses Moderne macht. Mhm. Und ich habe einfach alles mal durchgehört. Und dann war ein Track dabei. Und ich wünschte mir, ich wüsste, welcher das ist. Eigentlich muss ich mal in meinen Spotify runtergehen, was der erste Reggaeton-Track ist, den ich gespeichert habe. Das würde mich jetzt auch mal interessieren, weil ich habe es nicht gewusst. Und eigentlich müsste ich dann dem Artist danken, dass er... Ich kenne ihn mittlerweile. Ja. Ich habe das gehört und auf einmal in meinem Kopf, wie so das Puzzle setzt sich zusammen, ich so, holy shit, das ist der Shit einfach. Es ist ja so nice. Es gab Autofahrten, auf denen wir zu einem Festival gefahren sind und ich habe das gehört, weil er auf der Rückbank saß und ich habe ihn gefahren und gesagt, okay, ich fahre jetzt, dann höre ich auch meine Musik. Er war richtig so angepisst danach und so, warum hören wir nur deine Scheißmusik? Ich will Hardwell hören oder Cartwheels House Mafia oder Nicky Romero. Reggaeton ist ja wirklich, das ist ein Lebensgefühl. Es ist crazy. Wirklich. Für mich war das eben schon immer der perfekte Mix aus Popmusik und Hip-Hop-Kultur. Mhm. So wie es das meinem Empfinden nach in keinem anderen Genre gibt. Aber du hast auch hier, also jetzt nicht zu meiner Verteidigung, aber zum Verständnis, du hast auch in Deutschland keinen besonders guten Zugang dazu. Aber, okay. das heißt, ihr habt euch dann einfach entschieden, so, das ist jetzt unser Ding. Und ich meine, offensichtlich, das ist ja euer Ding. So oder so, genau. Und deswegen habe ich gerade vorher auch gesagt, Covid made us do it. Also es war so ein bisschen auch wieder in so einer Phase. Es war tatsächlich wieder in einer Phase, wie es damals schon war, 2013, 12. Eine Down-Phase, Corona ist gekommen, Shutdown, Sessions wurden abgesagt. Es lief halt nichts mehr. Wir erinnern uns alle zurück, es war eben da Frühjahr 2020. Das hat ja mit Ivana angefangen. Das stimmt, ja, okay. Das stimmt. Also, es war dieser Tag, wo ich zu Simon komme und sage, hey, wir müssen es machen, ne? Und ich bin wirklich ein hyperimpulsiver Mensch. Das heißt, Simon muss auch immer filtern. Meint er das jetzt gerade ernst? Oder ist es jetzt nur irgendeine Phase oder so? Dann haben wir Ivana kennengelernt, Ivana Santa Cruz. Wir hatten nämlich zu dem Zeitpunkt, als wir dann gesagt haben, wir machen Reggaeton, ein großes Problem. Wir saßen hier und sagen, wir machen Reggaeton. Ja, aber mit wem? Und zufälligerweise, wie es halt mal wieder war, lernen die Ivana Santa Cruz kennen. Und wir reden mit ihr und so. Und sie sagt, ey, ja, ich hätte Lust, Musik zu machen. So, da haben wir was gemacht. Und auf einmal haben wir unseren Artist gefunden. Dann haben wir Songs gemacht. Dann kamen auch ein paar raus. Auf einmal hat uns das Motivation gegeben. Wir haben gemerkt, ey, krass, wir haben einen Artist, mit dem können wir arbeiten. Der können unsere Beats und so weiter. So. Und dann ist eine Sache passiert. Und zwar kam Corona. Das ist, wo Simon ist gerade. Genau, da hab ich dann quasi, wollte ich einhaken, dieser Corona-Moment. Und da haben wir uns eben wirklich dann gesagt, okay, wir machen das und so weiter und so fort. Und man konzentriert sich jetzt erstmal nicht auf andere Artists, weil das ist eben alles abgesagt, es findet nichts mehr statt, okay. Und dann haben wir uns wirklich, glaube ich, ja, so 2-3 Monate komplett eingeschlossen hier. Hatten Glück gehabt, dass wir gerade davor noch unser Studio bauen konnten, bis zum Februar oder so. Kurz danach, eine Woche danach, war alles zu. Also wir haben dann gerade noch alle Sachen so bekommen, dass es hier richtig geil war und man sich wirklich einschließen kann, und dann haben wir das gemacht, 2-3 Monate lang, und wirklich uns da voll drauf konzentriert. Okay, wir müssen es schaffen, dass unsere Beats authentisch klingen. Wir müssen es schaffen, dass die Beats, obwohl sie authentisch sind, trotzdem jetzt nicht irgendwie das Gleiche ist, wie das, was sie dort drüben sowieso schon haben, weil die haben ja ihre Leute, die haben ja gar kein Problem so. Und das ist das jetzt, glaube ich, auch, was der Felix so ein bisschen meint. Ich würde aber auch nochmal früher einhaken, und zwar diese ganze Motivation, woher die überhaupt kam. So. Ja, genau, das ist, glaube ich, dann eher ein Thema, was du ganz gut sagen kannst. Man muss wissen, im Sommer lernen wir Ivana kennen, so, kurz davor noch. Im Februar fangen wir an, Reggaeton zu machen. Wir haben uns ein halbes Jahr lang von der Gesamtmusikindustrie angehört, dass das nichts wird. Okay, so. Wow. Uns wurde gesagt, ihr sprecht kein Spanisch, ihr seid Deutsche, ihr seid white as fuck, so. Warum wollen die euch? So, warum sollten die euch wollen? So, jeder hat uns gesagt, unser Management hat uns gesagt, Leute von Labels, Leute, andere Musiker, mit denen wir reden, jeder hat es gesagt, die ganze Zeit. Ja, ist ja schon auch so ein bisschen schwierig, und da muss man auch gucken, ob das auch funktioniert und so, und ihr habt ja keine Kontakte dahin und so, und warum sollten die das tun? So, das hören wir uns die ganze Zeit an, wollen aber diese Musik machen. Sagen erstmal ja, okay. Und irgendwann ist der Punkt, da kommt Corona.
In dem Moment werden alle Sessions abgesagt. Wir haben wieder keinen Job. Wenn man zurückdenkt nach Ibiza, da war es dasselbe. Wir haben keinen Job. Also musst du was tun. Aufgeben ist keine Option. Wir müssen was Neues machen. Was wollen wir tun, überlegen wir uns? Reggaeton. Okay. Wir haben keine Kontakte. Wir brauchen Kontakte. Wie machen wir das? Haben uns rangesetzt, haben die Kontakte bekommen. Was war das nächste Problem? Wir sprechen kein Spanisch, das war schon mal zum Kontakte finden nicht so besonders gut, aber man kriegt es ja irgendwie hin mit Google Translate und was weiß ich. Aber das nächste Problem war, die Beats klangen halt nicht so wie von da drüben. Die Beats waren okay, Bro. Ja. Sie waren okay, so, aber sie waren nicht authentisch, so. Du hast mich die ganze Zeit damit vollgeredet. Nee, das reicht doch nicht, das reicht doch nicht, das reicht doch nicht. Stimmt, das weiß ich auch noch. Da so. Ja, ich meinte schon, ja, lass uns schicken und so, lass uns machen und so. Simon meinte, nee, Bro, es reicht einfach nicht. Wir müssen es so machen, dass es, hätte es so ein Produzent da drüben gemacht, dass ein Artist dort sagen würde, ja, geil, feier ich. Weil es gibt ja in Deutschland auch Produktionen, die in diese Richtung gehen. Problem ist immer, die klingen nicht authentisch. Und es liegt einfach daran, dass quasi nicht bis aufs letzte Detail quasi darauf geachtet wird, dass alle Elemente von da drüben kommen. Das ist so, wie wenn du Spaghetti Carbonara machst und Sahne benutzt. Verstehst du, was ich meine? Sieht aus wie Spaghetti Carbonara, aber ist es halt nicht. Dann haben wir auf Simons Willen hin wirklich, ich glaube, es waren so 1,5 Monate uns eingeschlossen. Zwei, drei, glaube ich, waren es, wie ich schon mal das. Insgesamt, aber es waren 1,5 Monate, bis wir gesagt haben, jetzt haben wir die ersten Beats, die so klar. Ja, stimmt. Gab bis Wochen, Moment. Wochenlang, in denen wir haben uns nur mit Drums beschäftigt. 2 Wochen lang nur Drums. Gar nichts anderes als Drums finden, Drums vergleichen, zu gucken, wie klingt es, wie kann man das hier so und okay, wie, also da dann auch richtig nerdig so, wie komprimieren die das oder so und dann rausfinden, wie oder ist es überhaupt oder ist dann das Sample an sich schon fett? Ja. Da war noch nicht Reggaeton groß in der Producer-Szene, da war alles Trap. Das gab's nicht. Das heißt, die da drüben haben halt die Drums sich hin und her gepasst, so, aber wir hatten dazu keinen Zugang. Wir hatten von allen Gegenwind, plus wir hatten nicht die technischen Mittel, das zu tun. Haben uns aber hingehockt, haben uns so lange eingeschlossen, bis es so klang und haben dann zu dem Zeitpunkt, wo wir gesagt haben, jetzt ist es so, dann haben wir alle Maschinen in Gang gesetzt und es in die ganze Welt gespreadet. Ey, ist mega inspirierend. Ich will es nur immer sagen, weil die Leute machen, es ist ja nicht so, als hätten wir nach einer Woche nicht schon Beats gehabt. Wir haben da Beats. Ja, du meinst ja, die waren okay halt. Die waren okay, so. Aber nein, Simon sagt, nein, Bro, Digga, das klingt einfach noch nicht so. Und ich denke so, oh mein Gott, nein, ich will die Sachen einfach verschicken. Und Simon sagt, nee, Bro, das wird nicht verschickt, es klingt nicht so. Im Nachhinein jetzt weiß ich ganz genau, was er meinte. So.